Also ich halte das für eine sehr, sehr schlechte Entwicklung, wenn wir den Vereinen aufdrücken müssten, einen Live-Ticker zur Verfügung zu stellen. Wie soll das laufen bis runter in den unteren Klassen? Ja, das ist ja diese Geschichte, dass wir das Gefühl haben und schon lange bekommen haben, dass uns immer was aufoktroyiert wird. Und wenn wir nicht parieren, dann gibt es Bestrafung. Das ist so eine typische deutsche Geschichte. Wenn es nicht funktioniert, wird bestraft. Ja? Und es wird dann so verpackt, als wenn es natürlich die Regularien, dass die richtig sind und so weiter. Aber im Grunde haben wir ja gar keine Chance. Wenn wir was verpassen, wenn wir kein Ergebnis durchgeben und so weiter, folgt einfach die Strafe. Was ist das für ein Verhalten? Ja? Was soll damit bewiesen werden? Ja? Und das klage ich am meisten an, ist diese Bestrafungsmentalität. Wir werden ja gar keine Chance haben, uns dagegen zu wehren. Wenn wir auf dem Fußballtag sind beim Hessischen Fußballverband, der wird es von vorne vorgebetet und dann ist das in den Kreisen schon vermittelt worden und dann gibt es schon entsprechende Zustimmungsdinge, die man vorher auslotet und dann ist immer eine qualifizierte Minderheit, die sagt, sind die denn des Wahnsinns und es muss trotzdem gemacht werden. Also wir haben gar keine Chance, uns davon zu entfernen, aber ich sage, wenn das in dieser Form weitergeht, werden wir bald gar keine Ehrenamtler mehr haben. Was die der Verbot der Videoaufzeichnungen anbelangt, kann ich mich nicht mit anfreunden. Aus welchen Gründen heraus soll da der Verband der Maßgebende sein, der die Rechte daran hat? Die Vereine sind letztlich diejenigen, die den Verband tragen und dann sollte das auf einem Verbandstag entsprechend entschieden werden und nicht am grünen Tisch von irgendwelchen Offiziellen, die sich da möglicherweise, ich möchte da jetzt nichts unterstellen, aber die da möglicherweise noch weitere Gelder für ihre Verbände generieren wollen. Das halte ich also für nicht sehr gut. Und wenn dann die Presse selbst schon sieht, dass sie da in ihrer Berufsausübung ja im Grunde eingeschränkt wird und so weiter, dann hat sie natürlich allen Grund, das auch deutlich zu machen. Denn es geht ja nur letzten Endes über ein Stück Widerstand, ne, und Widerspruch. Das wird auch oft für die Vereine Nachteile haben, wenn solche Entwicklungen einfach weitergehen. Die gehen ja meistens auch schleichen. Also das ist für meine Begriffe geradezu abenteuerlich. Also wenn man das alles noch sich anziehen will und überall noch genehmigen, überall noch Kohle machen will, dann macht mir den Laden völlig kaputt. Also dafür habe ich null Verständnis und ich würde auch heftig dagegen protestieren im Rahmen meiner Möglichkeiten. Wenn ich noch einmal zum Verbandstag komme und so ein Vorschlag wird gemacht, bin ich in der Bütt und sage die entsprechenden Worte eines Praktikers. Wir haben ja jetzt einen DFB-Masterplan, den ja Wolfgang Niersbach auch mit federführend forciert hat, der sicherlich gute Ansätze gebracht hat, aber andererseits das Ehrenamt da noch mehr überschüttet und überfordert, wenn ich also daran denke, dass Vereine aufgefordert werden, ihr Angebotspalette zu erweitern, unter anderem mit Beachsoccer, dann stellt sich mir die Frage, wer auf solche Ideen kommt. Das ist völlig realitätsfremd, realitätsfern und hat mit Kenntnis der Basis nicht das Geringste zu tun. Wir sehen, wir müssen schauen, dass wir überhaupt unsere Positionen besetzen und dann sollen wir unser Vereinsangebot noch weiter ausdehnen. Das ist absurd. Diese Strukturen, die sozusagen, was ich schon gesagt habe, von oben nach unten gehen und dann diese absurden Wechselfristen. Was muss ich denn im Winter in den unteren Kreisligen Wechselfristen habe, dass sozusagen überhaupt nicht mehr möglich ist, mal eine Mannschaft über eine ganze Saison wenigstens zu halten. Man ist ja schon froh, wenn jemand 2 Jahre in einem Verein ist, dann ist er schon vereinstreuer. Ja? Und dann kommen diese absurden Wechselfristen dazu und dann bilden sich die Spieler zum Schluss ein, sie könnten 2-mal im Jahr wechseln, machen sie ja dann auch. Aber das ist alles zu kurz gedacht und es ist, wie gesagt, auch wiederum ein Punkt, der gegen den unteren Amateurbereich spricht. Denn man ist ja diesen Dingen auch wehrlos ausgesetzt. Und die Spieler selbst, auch die Jungen und so weiter, die fühlen sich ja natürlich auch so als Halbprofis schon, dass sie dann auch, wenn sie keine Lust mehr haben, im Winter wechseln. Und so ist halt eben auch ein Aufbau einer Mannschaft für viele Vereine wirklich auch schwierig. Also einmal im Jahr wechseln reicht. Die Kommerzialisierung hat alles niedergeschlagen und wir haben also diese Sonntagsspiele bekommen. Und ich kann mich noch erinnern an eine Tagung in Grünberg anlässlich des Verbandstages, wo der jetzige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach ausgeführt hat, es interessiert doch im Rhein-Main-Gebiet niemanden, wenn sonntags Cottbus gegen den VfL Bochum spielt.
Diese Argumentation zieht nicht mehr. Wir haben jetzt die Diskussion um eine Erweiterung der Sonntagsspiele, um ein weiteres Spiel. Wir haben am Montagsabend soll jetzt mit dem neuen Fernsehvertrag ein Spiel noch zusätzlich eingestellt werden. Wir können sonntags im Prinzip den Amateurfußball zumachen. Wenn ich dann höre, dass ein DFB-Vizepräsident Strutz oder DFL-Vize Strutz sich hinstellt in einem Interview in der Allgemeinen Mainzer, in der AZ, Mainzer AZ, dass er die Diskussion mit den Amateuren nicht mehr führen will, dies wäre geschehen, die würden so viel profitieren, dann frage ich mich, wo? Wo kommt irgendetwas an von den Geldern, die aufgrund des Grundlagenvertrages von der DFL an den DFB gezahlt werden? Also der Verband hat ja 2012 sich auf die Fahnen geschrieben, dass der Amateurfußball gleichwertig betrachtet wird. Das mag auch in den Köpfen des einen oder anderen Funktionärs sein, aber in der Praxis ist es eben anders. Es kommt nichts an, von oben nach unten kommt nichts an. Und von den ganzen Geldern, die dort generiert werden, mit Fußball.de oder mit anderen Dingen, merke ich unten an der Basis nichts. Und dazu kommt auch da vom Verband nicht viel Hilfe, denn wenn irgendetwas passiert, sind es meistens höhere Auflagen, höhere Kosten. Der Verband denkt jetzt auch wieder nach, der Hessische Fußballverband, um Gebührenerhöhungen und so weiter und so fort. Und das ist für die Vereine kaum zu schultern.